Verwinkelte Häuschen an einer schmalen Straße bei einem Bachlauf. Hierher findet man nicht durch Zufall, sondern durch einen Ruf, der die einstige Straußwirtschaft von Thomas Hörrit zu einer überregional bekannten Adresse gemacht hat. Hörrit war von dem dunklen Mühlengebäude so begeistert, dass er es unbedingt haben wollte. Und es dauerte eine Weile, bis er seinen Traum dann verwirklichen konnte. Geöffnet ist die Mühle nur abends und bis dahin werden frische Zutaten zu besonderen Köstlichkeiten verarbeitet. Dietmar Busch ist einer der Köche und legt wie sein Chef Wert auf regionale Küche. Der Fisch kommt zum Beispiel vom Laacher See. Und der ist jetzt ganz frisch vom Laacher See. Das wird neu, ja. Den habe ich jetzt mal für Fische geholt. Der hat morgen noch gelebt. Wie lange dauert jetzt die Zubereitung, bis so ein Tier auf dem Teller ist? Hier so einer? Ja. 10 Minuten. Ist ein bisschen schwierig wegen den vielen Gräten. Muss man ein bisschen wissen für die, weil der hat sehr komische Gräten. Der hat so Y-Gräten, die kann man auch nicht ziehen. Wenn der so frisch ist, kann man die auch nicht ziehen, weil die ist zu fest einfach. Das muss man halt wissen. Ja. So 10 Minuten ungefähr. Welches Essen ist hier typisch für die Region? Viel Wildhirse dagegen so nehmen wir. Ja. Dann Fisch, zum Beispiel geht vom Laacher See oder so. Hallo! Felschen, Hechte, Aal. Vor rund 50 Jahren ist Thomas Hörrit an die Mosel gekommen und geblieben. Was ist der tägliche Antrieb, auch in einem gewissen Alter jeden Tag hier ein perfektes Ambiente zu bieten? Die Kundschaft erwartet das, denn sie zahlt auch dafür. Ich glaube, Sie sind in Franken geboren. Was ist für Sie das Besondere hier in der Gegend an der Mosel und auch hier, ich sehe ja den Baustil, das Ambiente, das gibt es nur hier. Was ist für Sie das Besondere hier? Die alten Mühle, dass man sich der unterordnet. Man darf nicht denken, ach, da baue ich jetzt hier noch was dran, da mache ich noch tolles Glasfenster rein und dieses und jenes, alles Quatsch. Man muss sich so einem Gebäude unterordnen und sehen, dass Kultur hier reinkommt. Sehen wir es so, dass die Mühle die schönste Mühle auf der ganzen Welt ist. Mhm. Und allein in dem Glauben arbeiten wir und dieser Glaube daran hält uns jeden Tag fit. Das heißt, das ist für Sie auch die Herausforderung. Sie wissen, Sie müssen auch entsprechend was bieten. Bei dem tollen Ambiente müssen die Gäste auch das passende Essen und den passenden Service bekommen. Genau. Wir fühlen uns wie Theaterleute. Mhm. Jeder Tag ist Premiere. Und so hauen wir jeden Tag rein. Und wenn vorher wird gearbeitet und geschuftet und sobald die Tür auf ist für den Gast, da wird gelächelt und dann sind wir nur noch für den Gast da. Und bringen Höchstleistung. Freuen Sie sich auch so auf jeden neuen Tag wieder? Wie? Erstens mal wohnen wir hier in der Mühle. Und wenn man morgens aufwacht, schaut zum Fenster raus, sieht das alte Gemäuer, dann geht einem das Herz auf. Und das jeden Tag, man gewöhnt sich da nicht dran. Gudrun Hörrit ist jedem Gast der Mühle bekannt. Dabei war die Mühle zuerst da und sie musste sich in dieses arbeitsintensive Leben integrieren. Wie hat sie ihr Mann damals überzeugt, hier mitzuarbeiten? Das ist ja schon notwendig, ne? Wenn man 7 Tage hier ist, dass sie auch richtiger Bestandteil davon sind. Ja, überzeugt. Das hat einfach die Tatsache, dass ich mit ihm zusammen sein wollte und dass wir die gleiche Inspiration hatten von Bauen, von Genießen, von Bewirten, von Gastgebertum. Und dann wächst man in diese Sache rein. Ne? Das ist so. Und Sie haben dann hier Ihre Spuren selbst hinterlassen können. Die Leute kennen Sie, ich sehe die ganze Dekoration, da kommt vieles von Ihnen, nehme ich an, oder alles? Alles? Ja. Ja. Okay. Da können Sie sich also so ein bisschen ausleben. Ich kann mein Leben so gestalten, wie ich das gerne hätte. Ne? Und dann auch in der Führung des Restaurants und in der Führung meiner wundervollen Mitarbeiter ist das natürlich auch Erfüllung für mich. Ne? Denn es ist ja auch eine menschliche Sache. Genauso wichtig wie der Gast ist auch der Mitarbeiter. Ja. Sind Sie 7 Tage in der Woche hier oder haben Sie einen Ruhetag? 7 Tage die Woche. Und was ganz Privates, vermisst man da gar nicht? Wir haben ja tagsüber während der Woche nicht geöffnet, erst ab 17 Uhr. Samstag, Sonntag ab 12 Uhr. Aber wir haben auch ein Privatleben vor 17 Uhr. Und dann, wenn die Gäste alle versorgt sind, dann haben wir ja auch wieder unseren Rhythmus. Halt eben nur anders gelagert als jeder andere. Vor 30 Jahren hätte Gudrun Hörrit nie gedacht, dass sie einmal ein solches Restaurant führen würde. Wenn dann etwas auf einen zukommt, dann ist es halt so, dann löst man die Sache. Und dass da Erfüllung dabei ist, aber hallo, klar. Stolz hört sich so arrogant an. Es ist eine wunderbare Sache, wenn die Menschen einem so begegnen, wie es hier passiert. Ja. Freundlich und familiär und freundschaftlich. Das ist nicht alltäglich, das ist etwas Besonderes. Die Mühle im engen Tal zwischen Weinbergen ist für viele ein mystischer Ort.
Vielleicht deshalb auch ein Ort zum Heiraten. Wie in vielen Weingütern wurde auch hier schon früh das Nützliche dekorativ gestaltet. Das ist unser Schrotmaul. Hier fehlt leider schon ein Stück. Früher war hier mal eine Vorrichtung dran, wo man ein Seil einspannen konnte. Und das wurde dann einfach dazu benutzt, von den Weinküfern die Fässer in den Keller zu lassen oder auch aus dem Keller hochzuholen. Als Chef haben Sie wahrscheinlich Überblick hier über alles, was läuft. Aber Sie könnten ja nicht überall mithelfen. Wo befinden Sie sich denn so? Stehen Sie mal im Weinberg, mal in der Küche oder was sind Ihre Aufgaben heute noch? Ja, das mal im Weinberg, mal in der Küche. Und ich habe eine tüchtige und eine tolle Frau, die macht alles, was zu tun ist und das perfekt und so, wie es sich gehört. Wachsen will Thomas Hörert nicht mehr. Man hat genug expandiert und eine spätere Nachfolge scheint bisher nicht geklärt. Das, was man tut, ab einer gewissen Größe, dann sagen so, das reicht. Jetzt nur noch perfekt machen alles und das jeden Tag und dann klappt jedes Geschäft. Ein Gebäude nach dem anderen wurde integriert. Jeder Raum hat seinen eigenen Stil. Doch entstammt das ganze Lebensgefühl eindeutig dem Stil der Hörritz. Genießer lassen sich vom besonderen Ambiente an Mosel und Eifel anstecken und nehmen sich etwas Flair mit nach Hause. Dafür hat Gudrun Hörritz sogar ein Lädchen in die Mühle integriert. Sie stammen aus der Trierer Gegend, auch eine sehr schöne Region, ne? Trierer Gegend ist richtig. Ja, natürlich, älteste Stadt Deutschlands. Die Wurzeln sind da, das ist ganz klar. Ja. Was ist das Tolle für Sie hier? Also die Mühle ist ja nun einzigartig. Es ist ein Gebäude, das einen umfängt. Damals wurden die Mühlen ja auch wirklich mit Wünschelruten ausgelotet, um die überhaupt zu gründen. Und diese Mühle ist ja gegründet in dem Jahr 1026. Und da wurde darauf viel Wert gelegt. Es ist also ein guter Ort. Es ist ein esoterisch gelagerter Ort. Es sind wunderbare Gefühle hier drin. Und wenn man das so sieht, dann ist das eine ganz tolle Sache in Verbindung mit der Mosel. Die Mosel ist für mich der romantischste Fluss in Deutschland. Es sind zauberhafte kleine Städtchen da. Es ist Idylle noch. Es ist noch Ruhe da. Es ist keine große Industrie angesiedelt. Es ist eine wundervolle Landschaft, saubere Luft, herrliche Natur und auch nette Menschen. Man muss das auch mit reinziehen, denn ich meine, wir sind keine Kölner, die mit dem Herz auf der Zunge leben, aber die Menschen sind freundlich und das macht die ganze Geschichte auch sehr komplett. Nach 20 Jahren hatte man sich entschlossen, zur Gastronomie noch ein Hotel dazu zu kaufen. Der Gedanke kam dann dadurch, dass die Gäste, die hier einfach gegessen haben, sich lange wohlgefühlt haben, damit die nicht mehr so weit nach Hause fahren müssen, nach Bonn, sonst wohin. Sie kommen ja aus der ganzen Umgebung. Ja, und eine Flasche mehr trinken konnten und dann sich da oben in unserem Hotel sich dann hinbetten konnten und am nächsten Tag dann nach dem Frühstück dann in aller Ruhe und Frische nach Hause fahren. Da haben Sie mir ein schönes Stichwort gegeben, Fläschchen mehr, weil das sind Fläschchen nämlich direkt hier aus den Weinbergen drumherum. Wo kam denn die Idee her, die Weinberge zu kaufen? Ja, also ich bin ja von Haus aus Weinbauer. Die Mühle war zuerst und die Weinberge konnte ich dann nach und nach zukaufen. Die einzelnen Gebäude der Hörritz sammeln sich die Straße entlang, hinauf zu einem Berg mit historischer Kapelle, auch an populären Wanderwegen entlang. Aus den Häuschen, die ausschauen, als seien sie einem Märchen entsprungen, hat man eine exklusive Herberge gemacht und dabei nie die Historie der Gebäude zerstört. Man hat die alten Mauern stattdessen um exklusive Details ergänzt und ihnen eine neue Bedeutung gegeben. Zum Hotel gehört auch ein Frühstückszimmer. Und zugleich eine Ansammlung von Tischkultur und Exklusivität. Die Hörritz haben eine alte Mühle zu dem gemacht, was sie heute ist, und ihr Personal hat sie dabei unterstützt. Hoffen wir, dass es mit der alten Mühle in Kobern, mit den verwinkelten Häusern, noch lange so weitergehen kann.